Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Weiter geht's. Wir sind auf der Suche nach unserem Wolkenvogel. Angeblich soll ein gewisser Bardo etwas mit dem Verschwinden zu tun haben. Hallöchen. Was ist los, Huxel? Du siehst nicht gut aus. Was? Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Das ist schlimm, aber du weißt ungefähr, wo er ist, oder? Du willst ihn jetzt suchen gehen, aber die Zeremonie beginnt doch gleich. Andererseits, ohne Vogel wärst du bei der Zeremonie sozusagen vogelfrei. Ah, Verzeihung. Der Direktor ruft also nach mir? Nun gut, ich bin dir ja schließlich noch einen Gefallen schuldig. Mach dir keine Sorgen um die Zeremonie und finde erst einmal deinen Wolkenvogel. Oh, sehr, sehr freundlich. So, kann ich hier unten denn nochmal Rubine abstauben? Ja. Hey, was ist das denn? Du hast einen Wolkenhirschkäfer gefangen. Ach Gottchen. Sehr beliebt bei den Kindern im Wolkenhort. Achtung, kneift gerne mit den Zangen. Hey, man kann Insekten sammeln. Nice. Hey, wieso macht er die nicht kaputt? Gib dir mal Mühe. So. Wo müssen wir denn hin? Da unten ist das X. Einfach dem Weg hier folgen. Oh, das sind Schmetterlinge. Ach, das Spiel ist so schön, ne? Das ist so hübsch. Hallöchen. Oh, alter Schwede. Das Kind ist ja mega hässlich. Warte mal, Huxel. Tust du mir einen Gefallen? Der Baum da, kannst du auf ihn zusprinten und eine Rollattacke machen? Renne auf den Baum zu, rolle und rums. Bitte mach's, bitte, bitte, bitte. Leute, der sieht ja furchtbar aus. Vollkommen entstellt. Vor allen Dingen, der hat ein Gesicht wie so ein Kürbis. Und das Lächeln sieht aus wie so ein Halloween-Kürbis-Lächeln. Okay, das ist ab heute der Kürbisjunge. Hehe, gut gemacht, da ist er, mein Wolkenhirschkäfer. Halt! Oh, hast du ihn nicht gekriegt? Gibt's doch ja nicht. Verflucht, mein Wolkenhirschkäfer, fast hätte ich ihn gehabt. Ohne Schmetterlingsnetz sind Insekten unmöglich zu fangen. Wenn ich nur das Netz, das ich in Terrys Laden gekauft habe, nicht weggeworfen hätte. Ach! Okay, wir brauchen also unbedingt ein Netz. Ich wette, man kann die Schmetterlinge auch fangen. Geradeaus zum Dorfplatz. Och nein, wie süß ist das denn bitte? Die Herzchen, die wachsen hier an so Pflanzen. Oh, so kleine Herzblumen. Du hast ein Herz gefunden. Es ist mit heilender Energie erfüllt und stellt ein Herz wieder her. Sehr schön. Ja, wenn man im echten Leben ein Herz irgendwo finden würde, dann wäre das relativ gruselig. Hallöchen. Hey Huxel, bald beginnt die Vogelreiterzeremonie. Letztes Mal hat Kuko um Federbreite gewonnen. Das war vielleicht ein Schauspiel. Heute ist ein roter Wolkenvogel mit dabei. Viel Glück, ich bin schon sehr gespannt. So, wo sind denn jetzt hier noch mehr Leute? Hey! Das war ganz schön hart, Bardo. Der hat sich gewehrt wie sonst noch was. Naja, diese Kaminroten sind eben hart im Leben, selten wie sie sind. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Hey, Huxel, stehst du schon lange hier? Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiterzeremonie. Du willst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Machst dir wohl schon in die Hosen. Du willst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, was? Da habe ich recht. Da bist du bei mir aber an den Falschen geraten, Bürschchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden, ha! Was sagst du da? Dein rotes Flughütchen lässt sich nicht blicken? Was da wohl passiert ist, vielleicht hat es sich ja verflogen, das blöde Vieh. Was zum Teufel ist mit deiner Frisur los? Lass meine Haare aus dem Spiel,
Ich habe die tollste Frisur im ganzen Wolkenhort. Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, während unser Eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Wer zieht hier was in den Dreck? Zelda, also ich, naja, Bardo, hast du es etwa schon wieder auf Huxel abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden. Wie kommt es, dass du immer Huxel niedermachst? Naja. Was ist los? Raus damit. Also oh mein Gott, was ist mit meiner Nase los? Ach, vergiss es. Also dann, Huxel, wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Falls dein rotes Hütchen, auf das du so stolz bist, nicht doch noch wieder auftaucht. Diese drei Kerle, vielleicht wissen sie, wo dein Wolkenvogel steckt. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Uns bleibt nur, selbst nach ihm zu suchen. Huxel, ich werde dir helfen und von der Luft aus nach deinem Vogel suchen. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Taitor. Sie werden die Vogelreiterzeremonie wohl verschieben, also keine Sorge. Oh, Zelda ist so niedlich. Und tough. Voll die Powerfrau. So, können wir da hochklettern? Wahrscheinlich schon, ne? Holy moly, ich will jetzt überall Geheimnisse finden. Bin schon fleißig am Erkunden. Okay, da vorne ist ein Friedhof, da gibt's auch sicher Secrets. So, in klassischer Zelda-Manier, vielleicht kann man da irgendwo einen Grabstein verschieben oder so. Alter Schwede, leg mal einen Zahn zu. Und nichts. Cool. Doch, hier ist so ein Löchskes in der Mitte. Sterbe ich jetzt eigentlich, wenn ich hier runterspringe? Einfach mal ausprobieren. Ja, okay. Zumindest kriegt man Schaden. Tja, wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, Hallöchen. Der hat eine Sprechblase über dem Kopf. Das hat wahrscheinlich was zu bedeuten. Was ist los, Huxel? Was? Dein Vogel? Er ist weg? Oh nein! Ich hatte mich so darauf gefreut, deinen roten Vogel fliegen zu sehen. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Aber von der Statue der Göttin hat man den besten Ausblick über das Dorf. Sieh dich da doch mal um. Die Statue der Göttin ist die große Statue im Norden des Wolkenhorts, an der mit X markierten Stelle. Ja, da waren wir ja schon, ne? Okay, ja, dann gehen wir da einfach hin. Ich hätte ganz gerne eine Waffe. Wann kriegt man denn hier sein Schwert? Okay, der Weg da unten ist blockiert. Was ist das hier? Der Bazar. Hey! Ein Insekt, das ich nicht fangen kann. Okay, den Bazar kann man noch nicht betreten. Geradeaus, Ritterschule. Das Schöne ist, diese Töpfe, die respawnen anscheinend immer wieder. Ah, nice! Ah, diese Rollmechanik ist ein bisschen weird. Also, dass man auf den Stick drücken muss, ja, keine Ahnung, fühlt sich ein bisschen strange an. So. Ach nein, das Tor ist hier auch offen. Ja, super. Hätte ich auch da lang gehen können.
Hey, Huxel! Hier sind wir! Wir sprechen gerade von deinem Wolkenvogel. Komm her! Ach, den kennen wir noch. Der Typ, der mir seine Rüstung nicht geben will. Gut, dass du hier bist, Huxel. Ich habe dich schon gesucht. Ich habe mich wegen deines Wolkenvogels umgehört. Und als ich mit Gruß hier geredet habe, hat er sich seltsam verhalten. Verzeih mir, Huxel. Ich wollte es dir schon früher sagen, aber dann hätte Bardo es ganz bestimmt herausgefunden. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Los, spuck's schon aus. Als ich vorhin den Speisesaal ein wenig aufgeräumt habe, kamen Bardo und die beiden anderen rein. Sie haben mich gar nicht beachtet und begannen einen Plan auszuhacken, um deinen Wolkenvogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um dich zu warnen, aber da hat Bardo mich entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hatte also anscheinend den Plan, sich deinen Vogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Ah, der Wasserfall. Gib mir doch mal kurz deine Karte. Da muss er sein, beim Wasserfall. Ich habe ihn mit X markiert. Es tut mir so leid, Huxel. Ich bin so ein Feigling. Es tut mir so schrecklich leid. Ja, dann auf zum Wasserfall. Aha, Huxel. Am Wasserfall wurden in letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du solltest also ein Schwert oder sowas mitnehmen. Frag doch mal den Schwertmeister hier in der Übungshalle, ob er dir ein Schwert leiht. Okay. Ja, dann kriegen wir ja endlich unsere Waffe. Bin ja schon ganz gallig drauf. Oh, Huxel. Du kommst, um zu üben, obwohl heute der Tag der Vogelreiterzeremonie ist? Na, das nenne ich mal Eifer. Die Übungsschwerter sind hier im Hinterzimmer, also hole dir einfach eines und komm danach zurück. Ich bin immer hier, wenn du Fragen beim Umgang mit dem Schwert hast. Na, mal schauen, wie sich das mit dem Controller steuert. Du hast das Übungsschwert erhalten. Dieses ziemlich scharfe Schwert wird von den Schülern der Ritterschule bei Übungskämpfen verwendet. Drücke Plus, um dir anzusehen, welche Gegenstände du besitzt. Aha! Das Übungsschwert. Deine Geldbörse. Oh, wir können 300 Rubine tragen, okay. Okay. Hoffentlich ist die Steuerung einigermaßen in Ordnung. Ich meine, es wurde halt für Bewegungssteuerung konzipiert ursprünglich, also... Ich glaube, wenn ich jetzt den rechten Stick benutze, dann... Genau, dann kann ich das bewegen. Nice! Okay, ich weiß schon, was ich... den Rest des Spiels machen werde. Nice. Okay, also man mimt mit dem rechten Stick halt die Bewegung. Aha! Okay, ist aber nicht so schwer. Ja, und schon wurde ich besiegt von einem Holzblock. Was soll man denn hier machen? Ey, der ist viel stärker als ich. Okay, komischer Baumstamm. Ach Mensch, ist ja easy going hier. Was muss man hier machen? Okay, vielleicht sollte ich mir die Steuerung doch mal kurz erklären lassen. Also, bei der Schwertführung musst du dir immer vor Augen führen, wohin du schlagen willst. Schwingst du dein Schwert horizontal, führst du einen Horizontalschlag aus, während ein vertikaler Schwung einen Vertikalschlag bewirkt. Stößt du direkt nach vorne, führst du eine Stichattacke aus. Dann gibt es aber auch noch die Wirbelattacke. Probier sie am besten mal aus, wenn du dich von Gegnern umringt siehst. Also, wenn du diese Grundlagen beherrschst, bist du für den Kampf bereits bestens gerüstet. Die erste Regel beim Kampf ist und bleibt jedoch das Anvisieren des Gegners, sobald du ihm gegenüberstehst. Drücke dafür einfach ZL, ja, das ist überlebenswichtig. Du kannst diese Stämme nutzen, um zu üben. Ja, okay. Das ist ja wirklich recht easy. Aber was muss man denn hier machen? Ach, draufdrücken, okay. Sehr gut, Huxel. Du weißt, mit dem Schwert umzugehen. Das freut mich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Wirbelattacke üben. Ja, gerne. Ausgezeichnet.
Aber nun werden um dich herum mehrere Stämme erscheinen. Zerschneide sie mit einer Wirbelattacke, ohne dich von der Stelle zu bewegen. Links, rechts, links, rechts. Ah, okay. Hervorragend. Ja, so muss das aussehen. Also gut, willst du zum Abschluss noch den Fangstoß ausprobieren? Ja, klar. Haha, sehr gut. Der Fangstoß ist nur dann möglich, wenn dein Gegner am Boden liegt. Und du musst ihn dafür mit ZL anvisieren. Schlage diesen Stamm zu Boden und versuche dann, den Fangstoß auf ihn anzuwenden. Boah, den mache ich so fertig hier. ZL gedrückt und R oben, unten, oben, unten. Wunderbar! Du kannst den Fangstoß auch dann einsetzen, wenn du den Gegner mit dem Schild oder einer Wirbelattacke zu Boden geworfen hast. Der Feind bleibt aber nicht für immer am Boden liegen, also lass dir nicht zu viel Zeit. Ja, easy going. Darf ich jetzt einfach hier weggehen? Was soll das werden, Huxel? Das Übungsschwert bleibt gefälligst hier, mein Freund. Dachtest du etwa, du könntest einfach mit dem Schwert davonschleichen? Wie, du sagst, dein Wolkenvogel sei verschwunden und du willst ihn nun suchen? Ah, okay, ich verstehe. Eigentlich dürfen hier im Wolkenhort nur Ritter ein Schwert tragen, aber ich mache dieses Mal eine Ausnahme. Aber wehe, du stiftest damit Unruhe im Dorf. Wenn du noch üben willst, komm hierher und übe hier drin, verstanden? Nice, Leute! Das ist jetzt mein Schwert. So, wie kommen wir denn jetzt zu dem Wasserfall? Also ich denke, an die Schwertsteuerung muss ich mich auf jeden Fall gewöhnen. Also es ist nicht ganz so easy. Ach Gottchen. Schon außer Atem. Ja, erstmal 300 Rubine sammeln. Und dann hinterher ärgern, dass ich nicht noch mehr einsammeln kann. Ich hoffe, man kann die Geldbörse schnell erweitern. Kann ich hier eigentlich alles zerhäckseln? Nice. So, ja, einfach den Weg hier lang gehen, ne? Dann vielleicht über die Brücke drüber oder da oben über diese Steine. Oh nein! Oh nein! Habe ich den Schmetterling umgebracht? Krass. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Hallöchen. Was ist los, Huxel? Warum so aufgeregt? Dein Vogel, Huxel? Ach, der seltene Rote, keine Ahnung. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Von der Statue der Göttin hat man den besten Ausblick über das Dorf. Seh dich da doch mal um. Ja, habe ich ja schon gemacht. Okay, hier kommen wir nicht drüber. Ja, wie süß. Und eine normale Kopfform. Im Gegensatz zum Kürbisjungen. Hey, da oben ist der Gremlin. So. Okay, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Hallöchen. Sieh dir mal diese Statue an. Niemand weiß, wie lange sie schon hier steht. Schade, dass ein Auge fehlt. Drücke nach oben und sieh dir die Statue ruhig etwas genauer an. Ja, da ist so ein Edelstein links und rechts eben nicht, ne? Keine Ahnung, vielleicht findet man den irgendwo. Boah, ich hoffe, dass man diese Schläge nicht so ganz präzise landen muss. Das könnte echt schwer werden. Also wenn ich einfach nur so spamme, dann geht's. Oh. Bam. Nice. Ach so, jetzt kann ich das Schild nicht mehr lesen. Ja, ist halt so. Sodale, Höhle hinter dem Wasserfall. Boah, mega cool. Oh, die Fledermäuse. Hallöchen. Vielleicht sollte ich die mal anvisieren. Ich glaube, da war noch eine. Nö, doch nicht. Hallöchen, wer bist du denn? Ein komisches Schleimviech. Ja,
Ja, hier laufen ja wirklich relativ viele Monster rum, ne? Ich glaube, ich benutze einfach die ganze Zeit die Wirbelattacke. Ach so, ah, die zieht meine Ausdauerleiste leider leer. Okay, da ist eine Schatztruhe. Wie komme ich da dran? Jetzt will ich aber schon die Schatztruhe auch haben. Aha! Nice! Und, was kriegen wir? Ja, 20 Rubine. Nicht schlecht. Ich denke mal, so ganz lang wird die Höhle ja auch nicht sein, ne? Ist ja quasi so ein bisschen so eine kleine Tutorial-Höhle. Ja, damit man einfach den Schwertkampf so ein bisschen üben kann. Aber ja, also man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. Hey, du hast eine Monsterklaue erhalten. Diese Klaue stammt von einem Monster und sieht äußerst gefährlich aus. Also was ich cool finde, ist, dass es ziemlich viele Collectibles zu geben scheint. Ihr wisst ja, ich sammle unheimlich gerne Gedöns, ne? Also Gedöns und ich, wir sind Freunde. Mal 20 Rubine. Boah, ich habe gleich wirklich schon die 300 voll. Okay, okay. Alter Schwede, wie viele Viecher kommen denn hier noch? Ah, ich glaube, jetzt haben wir es aber geschafft. Davon ist der Ausgang. Das mit der Ausdauer ist ein bisschen nervig. Ich hoffe echt, dass man seine Ausdauerleiste irgendwie noch erweitern kann. Das wäre natürlich ganz praktisch. So ein bisschen wie bei Breath of the Wild. Breath of the Wild. Übrigens, ganz offensichtlich haben sie sich bei Breath of the Wild an diesem Spiel hier orientiert, ne? Also, mehrere Elemente kehren, glaube ich, zurück. Oder sind zurückgekehrt. Wie zum Beispiel eben diese Ausdauerleiste. Ich glaube, die gab es vorher nicht, oder? Gab es vorher eine Ausdauerleiste bei Zelda-Spielen? Nee. Meine nein. Okay, hier können wir speichern. Hey. Huxel! Da bist du ja, Huxel. Ich habe gehört, dass du auf dem Weg zum Wasserfall bist und dich von der Luft aus gesucht. Und hast du deinen Wolkenvogel gefunden? Hm. Ah, Bardo und seine Kumpels sollen sich oft dort hinten rumtreiben. Gehen wir. Ah. Wer ruft da? Oh, tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Gehen wir. Oh, wie süß, jetzt kommt sie mit. Oh, ich bin ganz verliebt in die. Ich finde die total sweet. Da ist er ja. Oh. Dein Wolkenvogel. Little Birdo. Oh, okay, es gibt auf jeden Fall irgendwelche Präzisionsschläge, die man hier durchführen muss. Oh nein! Oh, das wird meine Nemesis. Los, Huxel, beeil dich, sonst verpassen wir noch die Vogelreiterzeremonie. Ruf deinen Vogel. Hey, Huxel, diese Stimme. Hast du das gehört? In letzter Zeit habe ich das oft. Ich habe das Gefühl, als rufe mich irgendjemand.
Huxel, hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Alle sagen, da gäbe es nichts. Aber was heißt das, da ist nichts? Ich kann daran nicht glauben. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Niemand hat sich je dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenvögel stets über den Wolken. Aber eines Tages möchte ich dort hinuntergehen und selbst nachschauen. Tut mir leid, dass ich dir sowas erzähle. Komm schon, lass uns gehen. Sieh doch, auch dein Vogel wartet auf dich. Wenn du gesprungen bist, musst du nach unten drücken. Diesmal wird dein Wolkenvogel kommen. Schön ist das denn bitte? Holy moly, man kann hier frei rumfliegen, oder was? Nach der ganzen Aufregung sollten wir noch einmal alles durchgehen. Willst du dich bereit zu fliegen, Huxel? Du kannst deinen Wolkenvogel frei bewegen, beachte jedoch, dass er langsamer wird, wenn du ihn nach oben lenkst. Falls du schneller fliegen möchtest, musst du ihn dennoch nach oben steuern, um Höhe zu gewinnen, nur um danach in den Sturzflug überzugehen. Beständig an Höhe gewinnen und dann in den Sturzflug gehen. Das ist die Grundlage für schnelles Fliegen. Und ist das mit deinem Wolkenvogel alles in Ordnung? Ja, okay. Steigen, lenken. Ja, die Steuerung ist ganz okay. Also. Steuert sich ganz vernünftig tatsächlich. So, und wenn ich jetzt runtergehe, dann müsste ich genau im Sturzflug an Geschwindigkeit gewinnen. Wenn du auf deinem Wolkenvogel reitest... Okay, habe ich leider nicht gelesen. Außerdem kannst du angreifen, wodurch du auch kurz beschleunigst. Langsam werden kannst du natürlich auch. Probier einfach mal alles aus. Ja, ich denke mal, sie hat gerade nur irgend so ein Tutorial-Kram gelabert. Aus Versehen A gehämmert. So, B verlangsamen, X angreifen. Ja, passt schon. Müssen wir denn jetzt zurück? Wahrscheinlich schon, ne? Zurück zum Wolkenhort. Huxel, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet, aber dein Wolkenvogel scheint in Ordnung zu sein. Vater und die anderen warten sicher schon. Beeilen wir uns. Oh, es ist ja wirklich mega niedlich. So eine coole Geschichte mit dem Wolkenvogel. Der Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Ich werde nun meinen Vater berichten. Hey Huxel, ach, du hast dein Federvieh gefunden. Wir haben hier seit dem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nichtsgönner wie du eigentlich immer eine Extrawurst, hä? Und jetzt tauchst du hier auch noch mit Zelda auf. Alleine traust du dich wohl nicht, was? Zeldalein und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Da bildest du dir mächtig was drauf ein, stimmt, so ist es doch. Bardo redet die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sind. Oh, der Sieger der Zeremonie, und das werde natürlich ich sein, erhält von der Vertreterin der Göttin, also Zelda, den Paraschal. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mir dieses Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Den Paraschal, den sie selbst getragen hat, in meiner Hand, der riecht bestimmt toll, ach. Und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nur wir beide, ungestört, Zelda und ich, ganz allein da oben. Bardo, hinter dir. Was ist denn, stört mich nicht. Wir beide wie? Ganz alleine, ja? Huxel, gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Das wird ein guter, ehrlicher Wettkampf.
Bis dann, Zelda. Und bei der Zeremonie immer schön auf mich schauen, ja? Ich bin der, der fliegen kann. Zwinker, zwinker. Hey, Bardo, warte auf uns. Ein guter, ehrlicher Wettkampf? Oh, da hätte ich einiges dazu zu sagen. Huxel, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes. Ich glaube an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Nur wir zwei? Bitte? Das hätte ich nicht von dir gedacht, Huxel. Die Vogelreiterzeremonie beginnt. Die auserwählten Schüler bitte zum Start. Also dann, Huxel, bis gleich. Sehr gut. Beginnen wir also mit der Vogelreiterzeremonie. Und liebe Leute, wie es hier weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.